Erstmal, ja, soll man sagen, Glückwunsch zum Punkt oder dann doch ein bisschen verärgert, dass es am Ende nur einer wurde heute gegen Holstein Kiel? Ja, also ich würde sagen, ist ganz okay das Spiel so verlaufen. Also die Gegner waren auch recht gut. Eine Situation war noch strittig, da hätten wir vielleicht einen eventuellen Elfmeter bekommen. Da wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. So spielen wir halt 1-1 und nehmen halt auch einen wichtigen Punkt mit. Die letzten Spiele trotzdem überzeugt, zuletzt 4-2, dann hier auch gegen Dynamo Dresden zuvor 3-0 gewonnen. Jetzt gibt es noch ein wichtiges Heimspiel am 20. gegen Regensburg und davor geht es noch nach Wien-Wiesbaden. Der Präsident hat vor 2 Spielen gesagt, oder vor 3 bereits, ja, mit 6 Punkten wäre er zufrieden. Jetzt müsstet ihr eigentlich nicht mehr allzu viel tun, um diese Rechnung noch aufrecht zu halten. Aber trotzdem, was ist da noch drin in den letzten beiden Spielen? Ja, also ich würde sagen, wir gehen immer unser Bestes und schauen halt, was geht. Ich hoffe, wir werden halt belohnt für unsere Leistung, sodass wir halt auch die Punkte mitnehmen, wie gerade gesagt auch. Ja, ist meine Meinung dazu. Wie hast du dich heute gesehen, deine eigene Leistung in diesem Spiel? Wie war es reinzukommen hier heute? Kalt, Nikolaustag, hat dann auch geschneit in der zweiten Halbzeit. Wie war es für dich heute auf dem Platz? Also am Anfang bin ich eigentlich ganz gut reingekommen. Dann nach dem Spiel, also mitten im Spiel hat es dann nicht mehr so geklappt, aber... Woran lag es? Ich weiß nicht, woran es liegt. Muss ich mal jetzt analysieren, selber mal nachschauen und dann weiß ich's. Super. Gut, dann viel Erfolg noch für die letzten beiden Spiele und mach's gut. Lange nicht mehr gespielt, heute wieder eingewechselt worden. Schönes Gefühl? Auf jeden Fall, tolles Gefühl, wieder dabei gewesen zu sein. Ja, es ist unglücklich, 1-1, blödes Gegentor. Hätten wir auf jeden Fall besser verteidigen können. Ich denke, es war ein sehr umkämpftes Spiel und ja, jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben. Wir analysieren das Spiel und dann schauen wir weiter. Für dich persönlich, wie siehst du da deine Einsatzchancen? 2 Spiele sind es noch in diesem Jahr, dann geht es in die Winterpause. Jetzt hat der Trainer dir vielleicht mit der Einwechslung gezeigt, dass du jetzt wieder ein bisschen rankommst an die Mannschaft. Was erhoffst du dir noch von den letzten beiden Spielen für dich persönlich auch? Ja, auf jeden Fall. Ich will immer viel spielen. Ich will der Mannschaft helfen. Klar, man freut sich über jede Einsatzminute und wenn ich der Mannschaft helfen darf, dann versuche ich mein Bestes zu geben. Vielleicht kannst du noch ein Wort sagen zur Stimmung in der Mannschaft. Jetzt zuletzt war schon ein positiver Trend zu erkennen, heute leider nur ein Punkt. Aber trotzdem ist uns da nicht Angst und Bange in dieser Saison, also mit dem Abstieg, wenn es so weiterläuft, hat man wohl nichts zu tun. Was kannst du zu der Stimmung in der Mannschaft sagen? Also wie ist da so das Feeling und allgemein die Atmosphäre in der Kabine vor so einem Spiel? Ja, die Stimmung ist eigentlich recht positiv. Wir haben jetzt 2 super Heimspiele gehabt. Heute leider, oder müssen wir mit dem einen Punkt eben leben. Ja, die Stimmung ist soweit ganz gut. Wir versuchen weiter, unsere Punkte zu sammeln, dass wir auf jeden Fall mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben. Ja. Aber immerhin heute gegen eine Mannschaft, die seit 6 Spielen kein Gegentor mehr bekommen hat und auch, ich glaube, 10 Spiele in Folge und Niederlage. Heute immerhin noch ein ziemlich gutes Ergebnis geholt. Ist man da allgemein jetzt eher unzufrieden und sagt, es ist ein Punkt, der verloren wurde oder 2? Oder ist man dann noch zufrieden mit dem gewonnenen Punkt am Ende heute am Nikolaustag? Ja klar, wir haben 1-0 geführt. Natürlich will man die 3 Punkte mitnehmen, aber ja, jetzt müssen wir eben mit dem einen Punkt, den müssen wir jetzt eben mitnehmen und ja, dann schauen wir weiter, dass wir in Wiesbaden die 3 Punkte mitnehmen. Von Michael Zetterer jetzt bei mir, ja, heute 1-1 gegen Holstein Kiel. Wie hast du heute das Spiel gesehen und ist man da zufrieden heute mit dem einen Punkt gegen Holstein Kiel? Ja, zufrieden kann man sein. Ich denke, wir hatten eine Mannschaft vor uns, die jetzt, glaube ich, 6 Spiele ohne Gegentor gestanden ist. Ja, da ist immer schwer, gegen solche Gegner zu spielen und da kann man letztendlich mit einem Punkt gut leben. Ja. Wie hast du das Gegentor gesehen? Wie war das aus deiner Sicht? Da kam der Ball reingeflogen und dann war er drin. Hätte man da besser verteidigen können? Ja, die Aktionen sind schwierig. Ich meine, da schauen ja alle auf den Ball, schauen, wie der Ball kommt. Ja, so Sachen sind schwierig zu verteidigen. Ja, da kann man jetzt keinen rauspicken und sagen, du bist schuld oder so, da gibt es keinen Vorwurf. Das muss man analysieren, dann kann man drüber reden, aber einen drauf festzunageln wäre falsch, glaube ich. Mhm. 2 Spiele sind es noch in diesem Jahr, kann man sagen. Was ist da noch drin für die Spielvereinigung? Da geht es noch gegen Wien Wiesbaden, jetzt am nächsten Samstag, und dann hat man hier den Tabellenletzten aus Regensburg. 6 Punkte sind möglich, oder? Ja, sind möglich und wir gehen in jedes Spiel so rein, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Also das klare Ziel ist, dass wir die nächsten 2 Spiele gewinnen und damit 6 Punkten rausgehen. Allgemein hast du das Gefühl, dass da vielleicht jetzt man so den Abstiegsrängen da mit diesen 2 verlorenen Punkten vielleicht näher kommt oder ist die Stimmung in der Mannschaft auch so gut und auch das Gefühl, dass man da eigentlich dieses Jahr nichts damit zu tun hat? Zuletzt ja auch glorreiche Siege, das 3-0 gegen Dresden war schon beeindruckend und auch das 4-2 zuletzt. Also gefühlt, meinst du, dass man da nochmal unten reinrutscht oder bis zur Winterpause oder wie siehst du diese Saison? Bist du jetzt auch schon...
da, länger schon da? Ja, es ist total eng da unten. Also wir sind da bestimmt mit hinten drin. Da braucht es noch einige Punkte, dass wir da sagen können, wir haben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ja, die Mannschaften, die hinter uns sind, spielen auch keinen schlechten Fußball, machen auch ihre Punkte. Ja, deswegen geht es auch für uns, jedes Spiel voll anzugehen auf Sieg und uns immer weiter abzusetzen. Ja. Trainer von Holstein Kiel, Carsten Neitzel, heute in 1:1 hier in Unterhaching. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis heute? Schwierige Frage. Das ist eine richtige schwierige Frage, ein richtiges Brett, was du mir gerade hinlegst. Kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Also ich glaube, aufgrund der Chancen, die auf beiden Seiten zu sehen waren, hätten wir auch mit 3 Punkten nach Hause fahren können. Ich bin ganz froh, dass dann die taktische Umstellung nochmal geklappt hat gegen Ende des Spiels, dass wir Mandecker rausgenommen haben und dafür einen Stürmer gebracht haben, der dann glücklicherweise auch das 1:1 erzielt. Ich denke, wir haben heute wieder guten Fußball gespielt auf diesen Platzverhältnissen. Das war gut und haben uns gut auf den Gegner vorbereitet. Das hat man gesehen. Wir haben nicht allzu viel zugelassen, hatten nach vorn gute Sachen. Also von daher kann man mit dem Spiel zufrieden sein. Mit dem Ergebnis bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht zu 100% zufrieden. Zu 100%, aber mit dem Verlauf der gesamten Saison, ist man auf Platz 10, man ist auf Platz 8 gestartet vor diesem Spiel, aber man hat sich ja ganz gut in der Liga etabliert und ja, man war sogar noch 4 Punkte von den Aufstiegsrängen vor diesem Spiel entfernt. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ich glaube, noch sind wir auf Platz 8, glaube ich, oder? Nee. Okay, dann sind wir jetzt auf Platz 10. Das ist, glaube ich, jetzt momentan noch in der Liga völlig irrelevant, auf welchem Platz man ja derzeit steht. Es geht ganz schnell nach oben, es geht ganz schnell nach unten. Also von daher gilt es für uns, wie immer, ja, sich wieder aufs nächste Spiel gegen Dortmund vorzubereiten. So vorzubereiten, dass wir die Wahrscheinlichkeit sehr hoch halten, dass wir das Spiel gewinnen gegen Dortmund. Und mit dem Verlauf der Saison bis jetzt können wir auf jeden Fall zufrieden sein, aber wir sind halt nie ganz zufrieden. Abschließende Frage, was war in der Halbzeit, was konnte man den Spielern da noch mitgeben? Da lag man hinten und am Ende hat man doch in der zweiten Halbzeit nochmal Gas gegeben und Sie haben es schon richtig gesagt, hätte man auch noch eventuell sogar 3 Punkte hier mitnehmen können. Was haben Sie Ihren Spielern da mitgegeben, dass Sie diese erste Halbzeit vielleicht auch ein bisschen wieder aus dem Kopf rausbekommen? Ja, grundsätzlich haben wir in der ersten Halbzeit nicht viel falsch gemacht. Ja. Wir haben bei einer Standardsituation dem Gegner einen Abschluss genehmigt, den sie dann auch eiskalt genutzt haben. Und von daher war es für uns wichtig, dass wir uns nicht auskontern lassen, dass wir den guten Neuner, den Vogelsammer im Griff haben, ihn ab und zu doppeln, gerade bei langen Bällen und nach vorne einfach geduldig weiterspielen. Ja. Aber immer wieder das Ziel haben, in den Strafraum reinzukommen, Bälle festzumachen, jeden Freistoß vorne rauszuholen. Und das haben die Jungs gut umgesetzt und deswegen sind wir mit dem Spiel, wie ich schon gesagt habe, zufrieden. Mit dem Ergebnis nicht zu 100%. Gut, vielen Dank und gute Nachhausefahrt heute. Danke.